أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Entschuldigt erstmal die Verspätung, aber draußen ist sehr viel Stau. Deswegen hat das einige Minuten länger gedauert. Wir werden heute inshallah ta'ala das auch nicht zu lange machen, bi'idhnillah ta'ala. Vielleicht kann der eine oder andere sich erinnern, wir hatten vom Kapitel As-Salah, das Gebet, hatten wir noch einen Unterricht offen. Und das war der Unterricht über das Eid-Gebet bzw. über die beiden Festgebete bei uns im Islam. Das haben wir extra aufgeschoben. Wir haben gesagt, wir machen das unmittelbar davor, damit die Leute das noch frisch in ihren Köpfen haben, inshallah ta'ala, wie sie sich bei diesen Eid-Gebeten, bei den Festgebeten verhalten. Wir sind normalerweise im Kapitel Al-Janais. Wir reden über den Tod und die Bestattung und all diese Dinge, die damit zu tun haben. Aber heute machen wir ausnahmsweise diesen einen Unterricht, weil morgen, inshallah ta'ala, das Eid-Gebet ist. Möge Allah azza wa jal uns diesen Tag in Güte verbringen lassen. Erstmal die Regel über das Eid-Gebet. Ist es eine Pflicht oder ist es eine Sunna? Der Gelehrte Sheikh Abdul Azim al-Badawi, Hafidullah, der das Buch Al-Wajiz geschrieben hat, er sagt, dieses ist eine Pflicht. Und in der Tat ist diese Ansicht sehr, sehr stark, wobei nicht jeder Gelehrte diese Ansicht vertritt. Aber das Eid-Gebet ist Pflicht für jeden Einzelnen und dieses ist die Ansicht von Abu Hanifa, Rahmatullah alayh, und auch von Imam Ahmad. Auch Sheikh al-Islam und Imam al-Shawkani haben diese Ansicht vertreten und das hat mit einer klaren Überlieferung zu tun, die bei al-Bukhari überliefert wurde. Atiyah radiyallahu anha wa ardaha sagte in dieser Überlieferung, es wurde uns befohlen, mit den unverheirateten und menstruierenden Frauen raus zu den beiden Eid-Gebeten, bedeutet zu Eid al-Fitr und Eid al-Adha zu gehen. Die menstruierenden Frauen waren getrennt von den anderen und sollten an dem Guten und den Bittgebeten der Muslime teilnehmen. Ich sagte, o Gesandter Allahs, sagt Atiyah, eine von uns hat vielleicht kein Jilbab. Jilbab ist eine Art Mantel, was sich die Frauen anziehen, damit nichts von ihrer Aura, von ihren Körperreizen sichtbar ist. Sie sagte, o Gesandter Allahs, eine von uns hat kein Jilbab. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, eine Schwester soll sie ihren Jilbab tragen lassen. Hier in dieser Überlieferung hören wir, es wurde uns befohlen, zu den Eid-Gebeten zu gehen. Was auch auf einen Befehl hinweist, so dass wir hier, oder dass die Gelehrten hier, liebe Geschwister, daraus gezogen haben, daraus abgeleitet haben, dass dieses eine Pflicht ist und die Frauen selbst wurden auch befohlen, dass sie dorthin gehen. Und diese und andere Überlieferungen, sie belegen, dass dieses für die Muslime Pflicht ist, zu dem Eid-Gebet zu gehen und dabei macht es keinen Unterschied, ob die Frau menstruierend ist oder nicht, ob sie eine Jungfrau ist oder nicht. Sie alle wurden anbefohlen, zu dem Festgebet zu gehen, an dem Festgebet teilzunehmen, selbst die Frauen, die nicht ausreichend zum Anziehen hatten, denn ihnen sollten dann Kleidungsstücke gegeben werden, damit sie auch an diesem Fest teilnehmen können. Natürlich eine Person, der krank ist oder aus einem anderen wichtigen Grund verhindert ist, er soll das Eid-Gebet dann zu Hause beten. Und in der Tat, er kann das dann zu Hause beten. Und so hat Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda, er hat, wenn er das Gemeinschaftsgebet verpasst hat, dann hat er dieses Gebet verrichtet und man kann sich aussuchen, ob man das alleine verrichtet zu Hause oder auch in der Gemeinschaft. Beides ist möglich, wie Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda dieses gesagt hat. Nochmal, man betet das Gebet in der Moschee, weil dieses eine Pflicht ist, das Festgebet. Wenn man aber verhindert ist aus einer aus dem Grund der Krankheit, weil man krank ist oder weil man einen anderen Umstand hatte, verschlafen oder sonstiges, dann kann man dieses Gebet zu Hause verrichten, alleine oder
in der Gemeinschaft. Wann betet man dieses Gebet? Die Zeit für das Eid-Gebet ist, nachdem die Sonne aufgegangen ist und die Zeit, wo es unbeliebt ist zu beten, überschritten wurde. Natürlich, wir wissen, es gibt Zeiten, da ist es verboten zu beten und es gibt Zeiten, da ist es unbeliebt zu beten. Genau wenn die Sonne hochgeht, dürfen wir in dieser Zeit beten? Antwort? Nein. Auch nicht, wenn die Sonne gerade untergeht. Dieses ist hier nicht gemeint, sondern wenn diese Zeit erst überschritten wurde, dass die Sonne oben steht und 10, 15 Minuten, 20 Minuten hinzugerechnet wurden, ab da kann man dieses Eid-Gebet beten, liebe Geschwister. Na, es gibt Sunnah für dieses Eid-Gebet. Das heißt, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns angeraten hat, beziehungsweise was er selber gemacht hat. Eine dieser Sunnan ist, dass es beliebt ist, vor dem Eid-Gebet den Ghusl zu vollziehen. Es gibt keine authentischen Beweise vom Propheten direkt, sallallahu alaihi wasallam, dass er den Ghusl vollzogen hat. Dieses ist aber überliefert über Ibn Umar, radiyallahu anhu wa arda, der Sohn von Umar ibn al-Khattab, dass er den Ghusl vollzogen hat, bevor er zum Eid-Gebet gegangen ist. Und die Gelehrten sagen, die beste Zeit ist, dass man das unmittelbar vor dem Gebet macht. Wallahu ta'ala ala wa ala. Etwas zu essen, bevor man sein Haus verlässt und zum Eid-Gebet zu gehen, das war die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit er auch den Leuten zeigt, dass es kein Tag, wo gefastet wird, sondern das ist ein Tag, wo gegessen wird. Und bei Eid al-Fitr ist wann? Nach Ramadan. Und Eid al-Adha ist das, was wir morgen haben, insha'Allah ta'ala. Bei Eid al-Fitr, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zur Moschee gegangen ist, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Eid-Gebet gegangen ist, hat er sofort Datteln gegessen. Bei Eid al-Adha, was wir morgen haben, da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das hinausgeschoben, das Essen. Er hat erst nach dem Festgebet ist er schlachten gegangen und von diesem Schlachtopfer hat er etwas gegessen. Mafhum? Das ist die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber man kann essen an diesem Tag, das ist einem freigestellt, liebe Geschwister. Aber die Sunna ist das Beste, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns auch hier vorgelebt hat. Man macht Takbir an dem Tag und zwar fängt die Zeit für Takbir vor dem Eid-Gebet an, bis dass der Imam in der Moschee mit dem Gebet beginnt. Die Zeit für den Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, beginnt in der Nacht vor dem Eid-Gebet, bis hin, dass der Imam in der Moschee mit dem Gebet beginnt. Das bedeutet, wenn jetzt gleich der Maghrib eintrifft, dann ist das bei uns die Nacht. Dann hat für uns ein neuer Tag angefangen und wir machen diese Takbirat, Allahu Akbar, Lillahi alhamd, La ilaha illallah und so weiter und so fort. Das machen wir, bis der Imam morgen, mit was anfängt? Mit dem Gebet. Überliefert authentisch ist zweimal Allahu Akbar und dreimal Allahu Akbar walillahi alhamd. Das ist authentisch überliefert und auch von Ibn Mas'ud ist authentisch überliefert, dass die Sahaba radiallahu anhum sagten Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahi alhamd. Die Gelehrten sagen, diese Sache ist nicht so eng zu sehen, weil die Lobpreisung ist hier an erster Stelle. Okay? Selbst wenn man Worte sagt, die jetzt nicht direkt überliefert wurden, denn das ist von den Sahaba überliefert, nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Angelegenheit ist etwas weiter bi'idhnillah ta'ala, man sollte das hier nicht so einschränken. Okay, aber wichtig ist, was eine Bid'ah ist und was wir sehen, dass die Leute gemeinsam die Takbirat machen. Das heißt, einer sagt vor und alle sagen mit ihm zusammen, dieses ist nicht erlaubt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Zeit, wo diese Takbirat gemacht wurden, in der Zeit der Sahaba radiallahu anhum, da haben sie die Takbirat gesagt und ihre Stimmen sind irgendwann miteinander verflossen. Das heißt aber nicht, dass sie ursprünglich dieses geplant haben. Jetzt zum Beispiel, wir sagen, jeder sagt für sich Allahu Akbar, Allahu Akbar und irgendwann unsere Stimmen vereinigen sich. Hier ist es kein Problem. Was ist der Unterschied? Dass wir vorher das beabsichtigt haben, dass unsere Stimmen sich vereinigen, das nicht erlaubt. Aber wenn das so passiert, während jeder das für sich macht, so ist dieses kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Man darf sich auch Glückwünsche wünschen,
an diesem Tag. Es wurde überliefert von den einigen der Sahaba und den Salaf, radiallahu anhum wa ardahum, dass sie zueinander gesagt haben, Allahumma taqabbala minna wa mink. O Allah, akzeptiere von uns und von dir. Oder ghafarallahu li wa lakum. Sowas in der Art. Möge Allah azza wa jal mir und euch vergeben. Dieses ist in Ordnung. Das haben die Sahaba radiallahu anhum wa ardahum gemacht, liebe Geschwister. Auch zu der Sunna gehört es, dass man sich hübsch macht an diesem Tag. Man soll sich die schönsten Klamotten an diesem Tag anziehen. Wallahi al-Azim, es gibt immer wieder Leute, das ist sehr, sehr traurig. Wenn er zu einer Hochzeit geht, wo Haram ist, dann zieht er sich einen Bossanzug an, ja. Aber wenn es um Eid-Gebet geht, dann geht er mit Pyjama hin. Und wo noch Flecken drauf sind und andere Dinge. Nein, an diesem Tag, am Festgebet, zieht man sich seine schönsten Kleider an. Aber schönsten Kleider meint nach der Scharia natürlich nicht, dass einer was anderes denkt. Es ist die Sunna, zu Fuß zur Moschee zu gehen und einen bestimmten Weg zu beschreiten, aber wenn man zurückkommt, sollte man einen anderen Weg gehen. Das ist die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er zum Eid-Gebet einen bestimmten Weg gegangen ist und nachdem er zurückgekommen ist nach Hause, hat er einen anderen Weg eingeschlagen. Das war die Sunna von ihm sallallahu alaihi wasallam. Das Eid-Gebet, liebe Geschwister, man betet es außerhalb der Moschee, nicht in der Moschee, sondern außerhalb der Moschee. Das ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber leider haben wir nicht die Möglichkeit. Leider haben wir nicht die Möglichkeit, ansonsten würden wir sehr, sehr gerne die Sunna machen. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als dieses Gebet auch in der Moschee zu machen. Für das Gebet gibt es weder, für das Eid-Gebet, das Festgebet, gibt es weder Adhan noch Iqam. Gibt es weder Adhan noch Iqam. Und es gibt vor dem Gebet keine Sunan-Gebete, liebe Geschwister. Es gibt vor dem Gebet keine Sunan-Gebete. Das Gebet fängt an vor der Khutba, anders als am Freitag. Am Freitag macht man erst die Khutba und dann das Gebet. Am Eidtag, am Festtag macht man erst das Gebet und dann die Khutba. Die erste Raka beinhaltet 7 Takbirat. Das heißt, wenn man anfängt, das Gebet, man beginnt das Gebet mit dem Eröffnungstakbir, Allahu Akbar. Das ist der erste Takbir, der ist bekannt, so gehen wir, so treten wir in das Gebet ein. Aber hier die Besonderheit, jetzt folgen 7 Takbirat dazu. Okay? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nicht bei jedem Takbir die Hände gehoben. Das ist nicht überliefert vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er bei den Takbirat, wenn er gesagt hat Allahu Akbar, die Hände gehoben hat. Was allerdings authentisch überliefert ist, ist von Ibn Umar radiallahu anhu arda, dass er die Hände gehoben hat. Deswegen diese Angelegenheit sollte auch nicht so eng gesehen werden. Aber vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde dieses nicht überliefert. Das heißt, wir sagen den Takbir, Allahu Akbar, und daraufhin folgen wie viele Takbirat noch? 7 Stück. Wenn wir die erste Raka beendet haben und dann hochkommen zur zweiten Raka, bevor wir mit der Lesung von Al-Fatiha anfangen, machen wir 5 Takbirat. Okay? Machen wir 5 Takbirat. Das bedeutet, das ist keine Sunnah. Das bedeutet, dass diese Takbirat vor der Rezitierung der Sura Al-Fatiha erfolgen. Und insgesamt haben wir wie viele Takbirat hier? Erste mit der zweiten? 12. Okay, und das wurde authentisch vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert. Er hielt die Rede am Festtag ohne Mimbar. Das heißt, er machte das im Stehen sallallahu alaihi wasallam, ohne dass er die Mimbar, das bedeutet den Podest, benutzt hat, den man normalerweise bei einer Khutbah benutzt, liebe Geschwister. Und zwischen den 2 Khutbas hat er sich nicht hingesetzt, sondern es gab nur eine Khutbah. Und die hat er durchgezogen, ohne dass er zwischendurch sich hingesetzt hat, liebe Geschwister. Welche Fehler werden gemacht an diesem Tag? An diesem Tag gibt es Leute, die folgen nicht authentischen Überlieferungen und sie verbringen die Nacht in Anbetung, bevor das Eid-Gebet beginnt. Dieses ist nicht authentisch, was manche Leute machen. Andere gehen an diesem Tag, speziell am Festtag, und besuchen Gräber.
Sie besuchen die Gräber. Das ist eine Bid'ah. Das ist eine Neuerung, die nicht von der Sunna überliefert wurde, liebe Geschwister. Wieder andere machen gravierende Fehler an diesem Tag. Sie vernachlässigen die Gebete sehr, sehr stark. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. Das sind Tage des Essens und des Trinkens und dass man Allah erwähnt. Was denken manche Leute? Hau rein, bis du stirbst und vernachlässige alles andere. Das ist falsch. Man darf an diesem Tag, wie man auch an jedem Tag, niemals die Gebete vernachlässigen, sondern hier ist es weiter Pflicht für den Mann in der Moschee zu beten und dass die Frau die Gebete auch pünktlich zu Hause betet, liebe Geschwister. Auch was wir sehen an diesem Tag, es gibt viele Feste, die gefeiert werden, wo Männer und Frauen sich mischen und an diesem Tag, walayyadu billah, zusammen feiern. Dieses ist eine Sünde und die Art und Weise, dass dort Musik gespielt wird und die Frauen halb nackt sind und die Männer ihren Gelüsten Frauen freien Lauf lassen, das ist natürlich nicht erlaubt. Wir sehen auch, an diesem Tag parfümieren sich die Frauen, weil sie denken, okay, ich mache mich hübsch richtig. Du sollst dich hübsch machen, aber hübsch machen, wir haben gesagt, mit den Einschränkungen der Scharia. Bedeutet das, darf die Frau sich schminken? Antwort? Auch nicht an diesem Tag. Die Frau darf sich auch nicht parfümieren, auch nicht an diesem Tag, an keinem Tag, wenn sie herausgeht. Zu Hause? Kein Problem. Schminken zu Hause für ihren Ehemann? Kein Problem. Aber zu Hause schminkt sie sich für den Ehemann? Nein. Aber wenn es um draußen geht, dann schminkt sie sich. Zu Hause zieht sie sich nicht so schön aus wie draußen. Und hier zeigt das tatsächlich, dass diese Frauen anderen Männern gefallen wollen. Möge Allah Azza wa Jal unsere Frauen recht leiten. Na, und diese Dinge, die wir aufgezählt haben, die dürfen nicht in dieser Art und Weise gemacht werden. Aber auch eine andere Sache, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, das sind Tage des Essens und des Trinkens. Das ist wichtig, dass wir an diesem Tag nicht unsere Tage verbringen mit Unterrichte über Unterrichte, Tafsir-Unterrichte und so weiter und so fort, sondern das sind Tage, an denen soll man Freude haben. Das bedeutet, Freude haben bedeutet nicht, Sünde zu machen. Aufpassen, Freude zu haben bedeutet nicht, Sünde zu machen. Das heißt aber, wir sollen unsere Verwandten besuchen, wir sollen Leute einladen, wir sollen schönes Essen machen und wir sollen uns die Tage verschönern, nochmal ohne dabei was zu machen. Haram zu machen. Liebe Geschwister, das ist das, was ich meinen Brüdern und Schwestern zu sagen hatte. Ich habe es extra kurz gemacht, bi'idhnillah ta'ala, weil ich jetzt auch wieder schnell zur Masjid al-Sahaba rübergehen muss. Deswegen, wenn es Fragen gibt, wir haben 2 Minuten Zeit, wenn es Fragen gibt, dass die jetzt ganz schnell gestellt werden, inshallah ta'ala. Gibt es Fragen zu dem Thema? Tfadl. Also ich habe das vorhin so verstanden, dass mit dem Gebet in der Nacht, dass es irgendwie falsch sein soll an diesem Eid-Tag. Richtig. Das heißt, keine extra Gebet in der Nacht, wie es sonst eigentlich üblich ist. Schau mal, Achi, was manche Leute falsch machen, die handeln nach einer nicht authentischen Überlieferung, dass man seine Ibadat verstärken soll in der Nacht vor dem Eid-Gebet. Ja. Danach zu handeln ist eine Bid'ah. Warum? Weil das nicht authentisch ist. Aber dass du jetzt in der Nacht aufstehst und betest, was du sonst immer machst, ohne dass du das speziell verbindest mit dieser Nacht, das ist kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Möge Allah azza wa jalla von mir und von euch annehmen. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Und wir wünschen allen Geschwistern ein gesegnetes, ein wunderschönes Fest. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten vom Dhul-Hijjah annehmen und die Taten unserer Geschwister und möge Allah Azza wa Jal all unsere Geschwister in das Paradies hereinbringen und sie vom Höllenfeuer bewahren. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Mit den Kindern. Soll ich dich mitnehmen? Nein. تطلع لبرا ganz schnell, damit es dir gut geht. Taha, vor ihr habt, 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 ihr habt,